Sarah Mangione, 31, legte in der letzten Let's Dance-Folge eine heiße Rumba mit Fadim Gabusov, 35, und Malika Tschumev, 31, auf dem Parkett hin. War der Tanz zu erotisch? Oana Nechiti, 34, und Erich Klann, 35, finden? Ja. Sarah Mangione, trauriges Let's Dance aus im Viertelfinale. Für Sarah Mangione ist der Traum vom Titel Dancing Star 2022 trotz eindeutiger Kampfansage geplatzt. Im Let's Dance Viertelfinale war für die Moderatorin Schluss. Keine allzu große Überraschung, denn mit ihrer Leistung lagen sie und ihr Tanzpartner Fadim Gabusov punktemäßig nach der Jurywertung weit zurück. Für ihren Charleston konnten sie nur 22 Punkte abstauben. Zusätzlich mussten die Promis sich dieses Mal bei einem Triotanz beweisen. Für ihre Rumba an der Seite von Fadim Gabusov und Malika Tschumev gab es für Sarah immerhin 3 Punkte mehr. Definitiv kein Punktehagel. Dennoch legten die drei einen der heißesten Tänze der Staffel hin. Wenn es jedoch nach den ehemaligen Let's Dance-Tänzern Oana Nechiti und Erich Klann geht, war die Performance zu heiß. Es ist immer noch eine Familiensendung. In ihrem Podcast Tanz oder gar nicht analysiert das Paar das Geschehen der aktuellen Staffel, ohne dabei ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Im Viertelfinale war es vor allem die Rumba von Sarah, Fadim und Malika, die Erik und Oana mit dem Kopf schütteln ließen. Der 35-Jährige findet, es war zu sexuell angehaucht. Wenn die drei zusammen Rumba tanzen, dann muss man sich da nicht mehr viel anfassen. Die Kombinationen, die sie gemacht haben, waren auch nicht ganz einfach, aber man hätte es auch bei schönem Tanzen belassen können. Erik hält die Performance für eine Familiensendung für nicht angebracht. Oana stimmt ihrem Partner zu. Ob man es wirklich hätte machen müssen? Keine Ahnung. Es ist auch nicht mein Geschmack. Es ist immer noch eine Familiensendung. Für mich ist das auch nicht lustig. Das ist keine Unterhaltung, kritisiert die zweifache Mutter die Performance. Zu Recht, die Fans der Sendung scheinen anderer Meinung zu sein. Unter einem Video der Rumba auf dem offiziellen Instagram-Account zur Sendung hagelt es zumindest Lob für das Trio.